Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir wissen immer noch nicht, wer Mr. X ist, aber ich würde mal sagen, wir fackeln nicht lange und kämpfen einfach weiter, bis wir Champion sind. Also, auf in die nächste Runde. Ranglistenkampf. Wer ist denn unser heutiger Gegner? Feuerkettenhunde, okay. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacken benutzen. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Ich kann ja immer noch springen. Zeige mir einen guten Kampf. Das wird kein Problem sein. Bomba, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es dir hier. Ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Warte kurz. Nö, ich bin gut geheilt. Brauche ich nicht. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir. Zur Not haben wir ja immer noch unsere Sternkraft mit Sternfit. Falls es mal wirklich brenzlig werden sollte. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und die roten Steilkugeln, die Feuerkettenhunde. Wir lassen uns niemals besiegen. Schom, schom. Let's fight. Du darfst keine Hammerattacken benutzen, ja. So ein Pech aber auch. Da mache ich halt eben eine Stoffattacke. Das macht ja überhaupt nichts. Das ist ein roter Kettenhund. Rote Kettenhunde sind bissig und, naja, rot. Maximal KP 6, Angriffskraft 5, Verteidigung 3. Ihre Angriffe sind heftig. Du solltest sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verteidigung auch nicht ohne. Dafür haben sie wenig KP. Vielleicht helfen ihr Items oder Sternattacken. Und die rote Farbe, es heißt Carbon, hätte sie einfach angemalt. Au, 5... sagte Sternattacke, ne? Andererseits würde ich jetzt erstmal Sternfit einsetzen. Und dann vielleicht mit Yoshi mal angreifen. Vielleicht bringt das ja auch was. Ich treffe immer den Giftpilz. Was habe ich gesagt? Das ist nicht die beste Runde zum Heilen. Entschuldigung. Ja, aber es geht. Oh, ich glaube, ich habe mir wirklich was eingefangen. Ich habe doch gedrückt. Ich habe gedrückt. Ach egal, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Dann mach mal bitte eine Show-Einlage. Du kannst doch mal einen Saugmatz machen. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Selbst schuld. Definitiv. Bitte, deine Gage. Exakt 24 Münzen. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage für das. Was ist mit Koopa los? Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Hey Bomba, schau dir das an. Oh, hab den Kuchen gegessen. Mein Körper gelähmt. Der Kuchen war vergiftet? Ein Glück, dass wir ihn nicht gegessen haben.
Oh Gott, der Arme. Ich bin gelähmt. Was habt ihr gesehen? Es lag ganz schön an meinem Selbstbewusstsein, dass ich nicht aufsteige. Ich habe es so weit geschafft. Ich kann doch jetzt nicht aufgeben. Was würden denn die Kameraden sagen, mit denen ich zusammen kämpfe? Verrate es niemanden, aber eigentlich bin ich ziemlich feige. Stör mich nicht bei meiner Meditation. Ich habe keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Okay, dann halte ich mich jetzt mal wieder. Das ist aber auch bitterlich unnötig. Ich habe es nicht geschafft zu blocken. Das ist doch auch sehr blöd. Ich glaube, ich habe auch einen leichten Delay drin. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf melden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegen Rang 1. Du kämpfst gegen die Asko-Patrouille. Im folgenden Kampf solltest du keine Sternattacke nutzen. Keine langen Inszenierungen. Ich möchte einen soliden Kampf sehen, okay? Zeige mir einen guten Kampf. Bomba, dein Kampf beginnt. Folge mir bitte. Meine Nase. Sorry. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomba Luigi und der Rasiermesserschwinger die Asko-Patrouille. Wir lassen uns niemals besiegen. Wer der Stärkere von uns ist, das wird sich gleich zeigen. Letzte Feider. Keine Sternattacken. Okay, das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich jetzt einmal sagen, hau ich mal mit dem Hammer drauf. Vielleicht liegt er dann zu Boden. Andererseits, lass uns erstmal scannen. Eine Asko-Patrouille, der sieht aber ziemlich stark aus. Maximale KP 25, Angriffskraft 5, Verteidigung 2. Besonders gefährlich sind seine Attacken, wenn es vorher Kraft sammelt. Und diese roten Augen sind mir irgendwie unheimlich. Aber vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Der ist dann geblockt. Dann haben wir den mal wieder aus. Oh Gott, ausgerechnet Giftpilze. Dann würde ich mal sagen, tauschen darf ich ja. Komm schon, El Birdo. Saugmatz. Ja, jetzt kommt auch mein Konter wieder heraus. Und dann wieder Saugmatz. Yoshi, Yoshi, Yabba, Yabba, Juhu. Wow, dass ich das gekontert habe, aber er mehr Glück als Verstand. Ich habe auch noch genug Sternpunkte für den Saugmatz. Boah, ich bin langsam der Konterpro hier. Ich mach mal den Hammerpro, damit ich bin der Konterpro. Go, go, go.
Und der Gewinner ist Bambaluigi. Selbst schuld. Da ist wohl was Wahres dran. Bitte deine Gage, 30 Münzen. Du bist nun auf Rang 1. Ich lass dich dann mal alleine. Also, man sieht sich. Da ist schon wieder eine Mail. Was steht denn da drin? Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Das ist von diesem X. Der ist mir zwar nicht geheuer, aber anders kommen wir wohl nie an das Sternjuwel. Also, die Bambaluigi-Poster in der Lobby sollen wir von der Wand nehmen? Na gut, komm schon, gehen wir. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, kurz vor dem Meistertitel zu stehen? Du hast es fast geschafft. Yay. Komm, dein To-Do ist bestimmt wieder gefragt. Aber ich habe doch schon versucht, die Poster zu entfernen. Aber höchstwahrscheinlich nur unsere eigene Poster können wir entfernen. Dann laufen wir doch mal im Sausestritt. Vielleicht speichern wir auch mal nebenbei. Und dann laufen wir weiter. Meine Nase hat sich auch so langsam wieder reingekriegt. Vielleicht sind es auch neue Pollen, wer weiß. Hier sind aber viele Poster. Also da ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Komm schon, Bambaluigi. Wo ist der Geheimnis? Hier schon mal nicht. Oh, das ist ein bisschen blöd. Öffnet eine Tür im Lagerraum der Arena. Öffne die Tür im Obergeschoss des Lagers, X. Mach mir aber nur, damit es einheitlich ist. Kommt dieser Poster auch noch weg. So, dann holen wir doch mal unser lieber Ellie Birdo wieder raus. Und dann rennen wir einen Sauseschritt dorthin. Das ist doch sicher eine Falle. X wie die X-Typ. Erstmal hier drauf hämmern, um zu gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Sternsplitter ist. Voilà. Okay, dann. Was zum... Oh, aber... Was ist das denn? Samum und Marono. Ist hier noch irgendwo ein Sternsplitter? Nö. Bomba, geh nicht in den leeren Ring. Ey, Samon, kannst du dich nicht deutlich ausdrücken? Es ist aus. Oh no, die sind tot. Totskova. Bomba, hast du das gesehen? War das nicht Totskova? Was in aller Welt hat das nun wieder zu bedeuten? Dass sie mehr weiß, als sie zugibt. Und dass wir wohl selbst in Gefahr sind.
Aber ich denke mal, wir müssen jetzt in den finalen Kampf gegen den Champion gehen. Sind wir bereit für den Meistertitel? Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Bei dem nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen spannenden Kampf. Du wirst nicht glauben, aber in diesem Kampf gibt es nur eine Auflage. Es gibt keine Auflage. Du darfst diesen Champion mit restlos allen Mitteln bekämpfen, die dir zur Verfügung stehen. Also los, ab in den Ring, schnappt er den Champion-Titel. Batman kann rein? Ich habe mich verstärkt. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. Aber wusstest du, wo ich bin? Boah, ich hoffe, wir kommen irgendwie wieder zurück zum ersten Raum zurück. Falls hier irgendwo ein Sternsplitter drin ist. Ist das blöd? Ey, was soll das? Zum Ring geht es doch in die andere Richtung. Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen. Also folgt mir einfach. Okay. Hey, was soll mir denn hier? Wartet hier. Es muss auch ein Raum für die zweite Liga sein, nur dass niemand da ist. Wir sollen hier warten? Aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Ich glaube, wir wurden reingelegt. Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Bomber Luigi, derzeit auf Rang 1 der ersten Liga, tritt endlich auf unserem Champion Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk Aurelius. Champion, mach sie platt! Champion, Champion! Aurelius, unser Champion, bereit für den Kampf? Dein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur einen Champion und das bin ich, also soll dieser bärtige Gnome Luigi doch versuchen, mich zu besiegen, den mache ich platt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang 1 der ersten Liga geschafft. Bomber ist also schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Und? Was heißt das schon? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin und bleibe. Also komm ja nicht auf die Idee, dass ich dafür verantwortlich bin, dass Luigi feststeckt. Jetzt reicht es mir aber langsam mit der Warterei. Ich gehe mal fragen. Bomber, ich glaube, die Tür ist abgeschlossen. Wir sind eingesperrt. Bitte kein Zeitdruck. Begrüßen wir nun den Herausforderer, den hämmernden Henker Bomber Luigi. Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bomber Luigi? Der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt und ich bin überhaupt nicht dafür verantwortlich. Was für ein Drama. Sollte Bomber Luigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Was bedeutet augenblicklich? Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sind wir die offiziellen Verlierer, also sollten wir lieber schnell einen Weg herausfinden. Eine Münze,
aber kein Sternsplitter. Ich muss mir jetzt alles anschauen. Okay, da ist ein verdächtiges Poster. Es scheint hier echt nichts zu geben. Komm nicht da rein, ich sehe es doch, ob da was ist. Wenn da ist hier irgendwo Wasser steckt. Da wo eine Münze drin ist, kann das wahrscheinlich nichts sein. Naja, ich war stets bemüht, die Sternsplitter zu finden. Hier ist nix. Einfach mal über mal kurz drauf hämmern. Da ist eine Toilette. Ein Lebenspilz. Ja, ich schätze mit den Schwörber. Ist nichts drin. Nein, ich möchte den Schwörber nicht. Ist auch nichts. Ist auch nichts. Dann einmal hier durch die Toilette. Oh Gott. Immer in den Abfluss. Hä? Hey? Was ist das für ein Geräusch? Oh, wo sind wir denn jetzt? Auch egal, Hauptsache wir kommen schnell zum Ring. Dann holen wir schon mal Gumprina raus. Mal speichern. Und los geht's. Es hat lange gedauert, aber da ist er endlich, Bomba Luigi. Wir haben es gerade noch geschafft und das Publikum jubelt dir zu. Schnell gehen wir hoch in den Rang. Bomba, gib's ihm, Bomba, endlich. Was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bomba Luigi. Wird unser Champion Aurelius den bärtigen Barbaren besiegen können? Wir erwarten mit Spannung diesen schicksalhaften Kampf. Und endlich der Gong. Let's fight! Mario, endlich kämpfe gegen den Champion. Mach mal ihn fertig. Ihr hättet besser angeschlossen bleiben sollen. Was? Du hast also die Security dazu überredet, uns einzuschließen? Genau, und ich habe euch auch den vergifteten Kuchen geschickt. Ich mache jeden fertig, der sich mir in den Weg stellt. Verlasst euch drauf. Dann hast du auch das Sternjuwel versteckt und uns diese Drohung geschickt. Was? Davon weiß ich nichts. Sternjuwel? Nie gehört. Aber was auch immer. Besonders fair bin ich zwar manchmal wirklich nicht.
Aber als Kämpfer bin ich auch ohne Tricks ein Ass. Ich werde euch im Handumdrehen zu Kleinholz hacken. Das sehen wir dann. Mit einem Sprung. Du scheinst keine Verteidigung zu haben. Warum schon wieder ein Giftpilz? Das ist Aurelius. Seine Luftangriffe sind eine Klasse für sich. Maximale KP 40, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Abgesehen von den Luftangriffen hat er wohl keine besonderen Spezialitäten. Aber ich denke, wir sollten uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Nimm dich lieber in Acht, Mario. Autsch. Na gut, wir heilen uns immerhin. Und Konter. Wupp, wupp. Da habe ich noch nicht den richtigen Trick raus. Ich habe euch wohl unterschätzt. Gut, es bleibt spannend. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe noch etwas Besonderes für euch. Und los. Au, 6. Okay. Komm, machen wir mal Erdbeben. Wow, ich habe tatsächlich mal diesen Trick geschafft. Da weiß ich noch nicht den richtigen Kombo. Verdammt, da müsst ihr bringt mich ganz schön ins Schwitzen. Ich hätte euch viel früher kaltstellen sollen. Aber da es nun einmal so weit gekommen ist. Alter, wie soll man das blocken? Oh, komm schon. Yes! Das war sehr gut und wichtig. Oh, pass bloß auf. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich kann aktuell nichts machen, außer vielleicht Maxi-Beben. Vielleicht schon mal den da hier irgendwie runter. Excelento. So, das war's jetzt für dich. Aurelius, der unbesiegbare Champion, besiegt von diesen halbstarken Pappnasen. Mein Zauber eigentlich aufgebraucht? Bisher kam der Zauber nicht mehr. Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können? Ein Wunder, wahrhaftig. Eleganz und Kraft, Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich, Wahnsinn. An diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieses nervenzerfetzenden Kampfes ist Bomba Luigi.
Bravo, Bomber, du bist der neue Champ. Eine Meistergurt erhalten, ein Zeichen des Sieges über den Ex-Champion Aurelius. Der neue Champion ist Bomber Luigi. Bomber, du hast es geschafft. Du bist der neue Champion. Totskofer, übergib ihm seine Gage. Bitte, deine Gage. 100 Münzen. Von nun an darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Totskofer, bring Bomber in seine neue Garderobe. Verstanden, Herr Clabone. Also Champion, hier entlang. Meinen herzlichen Glückwunsch, Champion. Von heute an darfst du diese Garderobe benutzen. Sie gehört dir ganz alleine. Mach es dir bequem. Ich verabschiede mich zunächst. Also, bis dann. Soll der Teppich kleine Münzen darstellen? Endlich geschafft, Mario, aber Aurelius hat offensichtlich wirklich keine Ahnung von dem Sternjuwel. Wir wissen also immer noch nicht, wo das echte Sternjuwel ist. Mario, hörst du auch diese seltsamen Stimmen? Vielleicht ein Geist? Was kann das sein? Ich mag keine bösen Überraschungen mehr. Finde heraus, wer der Geist ist. X. Wir sollen den Geist finden? Aber was? Gut, aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.